Ihr habt aktuell nicht viele Coins und überlegt, die fortgeschrittenen SBCs zu machen? Dann ist dieses Video genau das Richtige für euch, denn im heutigen Video schauen wir uns an, ob sich die fortgeschrittenen SBCs lohnen oder nicht. Ihr seht hier über mir den aktuellen Coinstand. Ich habe noch keine einzige SBC abgeschlossen. Wir werden also am Ende sehen, wie viele Coins ich ausgegeben habe. Ich werde euch bei den SBCs auch immer so die Lösung zeigen und ein paar Tipps geben, worauf ihr achten solltet, um nicht zu viele Coins auszugeben. Erster Tipp, den ich euch mitgeben kann, schaut euch nicht bei Footbin die Lösungen an, denn die Leute versuchen mit diesen Lösungen Coins zu machen. Wir gehen einfach mal auf den Rechtsverteidiger, der soll angeblich 200 Münzen kosten. Dann suchen wir den Kollegen doch mal gemeinsam und schauen nach, ob der wirklich nur 200 Coins kostet. Aha! Scammer gets scammed. Guck mal, in diesem Fall sind es jetzt nur ein paar Coins mehr, aber es kann auch sein, dass der Spieler so 2, 3, 4k kostet. Deswegen gehen wir auf easysbc.io, klicken dann auf die jeweilige SBC, in unserem Fall Hybrid Leaks, give me 5 und dann generiert er euch automatisch eine Lösung. So, hier haben wir unser Squad bekommen und hier können wir ja mal nachschauen, ob die Preise stimmen oder nicht. Wir gehen einfach mal auf den Mittelfeldspieler Roncaglia. 200 Münzen sollte der kosten und das stimmt in diesem Fall auch. Tipp Nummer 2, wenn ihr auf der Seite schon seid, versucht Muster zu erkennen und die Spieler mit Spielern aus dem Verein auszutauschen, damit ihr einfach weniger Coins ausgeben müsst. Wir haben hier zum Beispiel 1, 2, 3 Deutsche aus der zweiten Bundesliga. Dann haben wir noch 1, 2, 3 Spieler aus der zweiten französischen Liga und hier 1, 2 Spieler aus irgendeiner Liga, die ich nicht kenne und der Rest wurde random aufgefüllt. Größtenteils waren es Bronze- und Silberspieler, das heißt, wir können hier mal im Verein nachschauen, haben wir irgendwelche Silberspieler aus der gleichen Liga mit derselben Nation. Ich habe zum Beispiel hier einmal Englisch Vierte, nochmal Englisch Vierte oder hier einmal Polen, zweimal Polen, einmal Deutsch Dritte, zweimal Deutsch Dritte. Ich habe jetzt zum Beispiel 3 Spieler aus der gleichen Liga mit der gleichen Nation genommen, dann haben wir richtig viel Chemie bekommen und den Rest irgendwie aufgefüllt. Ich glaube, ich musste nur die hier kaufen für 400, ihn hier für 200 und ihn hier für 200. Also wir haben hier 800 Münzen ausgegeben, bekommen dafür ein Premium Goldspieler Pack und wir gehen direkt rein ins Pack Opening. 12 Goldspieler, 3 selten, ein garantierter 80 plus. Kann was Gutes drin sein oder auch nicht. Ah, maybe dahinter was. Nächste SBC, 7 Meilensteifel, genau 7 liegen, 78er Rating. Das heißt, wir brauchen hier eine Top-Nation mit Spielern, die in sehr vielen Ligen spielen. Also Niederlande habe ich hier zum Beispiel die weibliche Bundesliga, französische Liga, die männliche Bundesliga und die niederländische Liga. Da würde ich an eurer Stelle die Nation nehmen, bei der ihr einfach die meisten Spieler habt. Das zweite Team steht auch, ich habe hier mit Niederländern angefangen, habe dann gemerkt, dass ich nicht so viel im Verein habe und habe nach Connections zu anderen Nationen gesucht. Ich habe den Niederländer aus der französischen Liga, deswegen bin ich dann in Richtung Frankreich gegangen, von Frankreich dann in die Bundesliga. Dann habe ich über Spanien noch die Frauenliga eingebaut und dann hier am Ende ein bisschen Portugal und somit komme ich hier auf meine Chemie. Nicht mal 2000 Münzen haben wir also für das Squad abgegeben bekommen, ein seltenes Goldpack. Hier haben wir einen garantierten 81 plus Spieler drin. Schauen wir mal, ob das Pack ein bisschen mehr gönnt. Isak ist das, oder? Arsenal? Ja, es müsste Isak sein. Nee. Digga, also diesen Berg. Aber dahinter Nico Williams, der ist ein 10er wert, den kann man definitiv ins Starter-Team einbauen, leider untrade, sonst wäre es natürlich OP, ein Verträge-Pack, hat sich gelohnt. Dritte SBC, alle 9, hier können wir nicht mehr groß viel fackeln mit hier und da Nationen tauschen, sondern hier 9 legen, das heißt am besten eine komplette Nation ins Team rein. Ich habe meine meisten Spieler aus Argentinien, deswegen gehen wir mit einem Argentinien-Squad. Ich bin hier gerade am Bauen und habe gemerkt, ich habe die Chemie schon voll, das heißt, ich kann jetzt hier irgendwelche Spieler nur noch reinstellen. So, und dann können wir das Team auch abschicken. Ich habe hierfür schon etwas mehr bezahlt. Ich habe so pro Spieler, hier seht ihr es, 1100, 750, 400. Also ich habe hier so 3, 3,5k bezahlt. Wir bekommen aber auch ein 45k Pack zurück. Leider natürlich untauschbar, also nicht so ideal, wenn man viele Coins haben möchte. Aber wenn man sich ein Starter-Team bauen möchte, könnte es auf jeden Fall schon sinnvoll sein. Wen haben wir? Ach, ey, aber der hatte volles hohe Rating, habe ich gerade gesehen. Nee, nee, nee. Ja, geil. Starterstürmer gesaved. Ach ja, ich habe nie was gesagt. Letzte SBC bei den Hybrid-Ligen, 11 Ligen, lasst los, das irgendwie selber zu bauen. Geht auf easysbc.io, 7000 Münzen kostet das Squad, wir haben zumindest den Belebenverein. Ey, ich habe einfach immer noch gute Laune von diesem scheiß Kolumwani. 50k Pack haben wir jetzt und als Rumbelohnung gibt es nochmal ein 100k Pack. Wenn da nicht wieder ein Kracher drin ist,
Weiß ich doch auch nicht, Freunde. Boah, hab ich Bock. Ich hab ja schon ein 50k-Pack aufgemacht. Das war bodenlos. Ich hoffe, das wird besser. Kroatien? ZDM? Modric? Modric? Ich weiß ja nicht. Ist okay. Wie erkennt man eigentlich einen Double Walkout? Vielleicht ein zweiter drin. Wäre auf jeden Fall cool. Was haben wir dahinter? Hakan Çalhanoğlu, Lorenzo. Nix Gutes, wie es aussieht. Nee. Komm, das 100k-Pack muss doch ein bisschen mehr gönnen. Yay, bitte. Brasilien. Alisson? Alisson! Vamos! Boah, sehr geil dahinter. Die Lorenzo kann was. Ja. Skriniar kann auch was. Nee. Oh, Konaté, gut für den Anfang. Muriel, super Sub. Noch irgendwas. Boah, alleine dieser Alisson, ne? Der hat eine scheiß Price Range, deswegen gibt es keinen Preis. Aber geil! Wir machen weiter. Heute kommt noch ein richtig, richtig krasser Kracher. Ich merke das mit Voice Crack. Hybrid Nation und weiter geht's. Wie bin ich bei diesem Squad vorgegangen? Ich habe mir erstmal 4 Spieler aus einer Nation ausgesucht. In diesem Fall England. 1, 2, 3, 4. Bin dann rübergegangen auf eine andere Nation. In diesem Fall Spanien. 1, 2, 3, 4. Und den Rest habe ich dann irgendwie aufgefüllt, dass ich meine 4 Nationen und genug Chemie habe. Gemischtes Spielerpack. Wird vermutlich nichts Gutes drin sein bei einem seltenen Spieler. Deutschland, Torwart. Hertha? Okay. Ach du Scheiße, mir wird nicht mal eine Goldkarte angezeigt, das ist frisch. Zweites Squad ist relativ einfach. Ihr sorgt mit einer Liga dafür, dass ihr auf volle Chemie kommt, also auf 18. Ich habe es jetzt mit der Premier League gemacht. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Premier League Spieler drin. Dadurch hatte ich dann volle Chemie und konnte den Rest einfach auffüllen. Prime Goldspieler Pack Klein. 3 seltene Goldspieler. Einer 80 plus Stürmer. Frankreich, perfekt, Digga, das kracht im Kopf. Iglesias. Kleines Fazit, wir haben bisher 15.000 Münzen ausgegeben. Elite 8er, auch relativ simpel. Ihr sucht eine Liga, die sehr viele Nationen hat, zum Beispiel die Serie A. Ich hatte jetzt hier alles im Verein. Ihr macht erstmal alle Spieler außer Italiener rein und dann, wenn ihr genug Chemie habt, oder warte mal, bei mir fehlt hier ein bisschen. Aha, jetzt passt es. Und dann könnt ihr einfach den Rest mit Italienern auffüllen. Ihr dürft insgesamt 3 Italiener im Team haben. Braucht ja insgesamt 8 verschiedene Nationen, bekommen dafür ein 50k-Pack. Oder? Seltenes Profi-Pack? Das ist doch ein 50k-Pack, oder warum ist es so? Jetzt wird es richtig angezeigt. Ich wollte dieses grüne Pack-Design haben. So, wir gehen rein. 50k-Pack. Come on. Deutschland. LM. Ach du Scheiße. Aber vielleicht ist eine OP-Frau. Vielleicht. 28 Steff ist ja bodenlos. Nee, die ist es nicht. Nee, Digi. Das Pack war es ja gar nicht. Vierte Teil SBC rund um die Welt. Auch hier einfach eine komplette Liga einbauen. Serie A, Bundesliga, Premier League. Ihr braucht einfach eine Liga, wo viele verschiedene Nationen vertreten sind. Ich bin jetzt hier gerade beim Premier League Squad. Hab jetzt allerdings keine Spieler mehr im Verein. Das heißt, ich muss hier 3-4 Spieler kurz kaufen. 4K haben wir hier nochmal ausgegeben für ein 55k-Pack. Wenn man sich das so anhört. 4K im Tausch für ein 55k-Pack plus jetzt Gruppenbelohnung. 100k-Pack. Das klingt schon sehr, sehr saftig. Ihr braucht natürlich ein paar Spieler im Verein, deswegen habe ich mir davor schon die Nike-Kampagnenziele erspielt. Dort bekommt man ja ein paar Packs, ansonsten habe ich auch nicht viel mehr erspielt. Wir gehen rein ins 55k-Pack. Ich erkenne immer noch keinen Walkout. Ich glaube, es geht doch gar nicht. Man kann keine Walkouts erkennen. Innenverteidiger ist Gabriel, oder? Ja, der Glatzkopf. Vielleicht was Gutes dahinter. Wir haben Caicedo. Ansu Fati könnten wir für die Evolutions gebrauchen. Schöne Sache. Dahinter. Oh, Verträge, wichtig. Hab mir ehrlich gesagt Besseres vorgestellt für ein 55k-Pack. Aber das 100k-Pack muss jetzt nochmal doppelt so gut sein. Bitte, yay, bitte. Nee, England kann doch nichts mehr werden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte hohes Rating. Nee, Digga, 85. Aber egal, kann was dahinter sein. Komm, bitte, bitte, bitte. Grealish. Balde. Bro, das ist ein 100k-Pack. Wollt ihr mich verarschen? Digga, das ist ja Müll. Eine letzte fortgeschrittene SBC haben wir noch. Liga Nation Hybrid. Seltenes Megapack als Gruppenbelohnung. Davor gibt es hier aber noch ein 50k-Pack. Erste SBC, relativ simpel. Ihr braucht einfach 2 Ligen und 2 Nationen. Ich habe jetzt hier Spanier aus der spanischen Liga und
Und Amerikaner aus der MLS, ganz simpel, abschicken. Ich bin enttäuscht von den letzten beiden Packs, deswegen habe ich überhaupt keine Erwartungen mehr. Kanada, Davis. Das zweite Squad ist auf jeden Fall ein bisschen kniffliger. Ich habe hier angefangen mit ein bisschen Serie A, bin dann rübergegangen Richtung Brasilien, Saudi League. Hab das dann über einen Brasilianer aus der portugiesischen Liga kombiniert und dann mit Portugiesen aufgefüllt. Also ihr braucht drei Ligen, in meinem Fall Serie A, Saudi League und portugiesische und dann vier Nationen. Ihr könnt eigentlich mein Squad 1:1 nachbauen, das sollte relativ günstig sein. Ein Megapack gibt's als Belohnung, wir gehen direkt rein. Ich erkenne immer noch keinen Walkout. Spanien, RM, Lorente, nee, oder? Och, ich hab den schon, das ist ja der Trümmerbruch. Och, nee, Digi, jetzt hab ich ihn doppelt untrade. Oh, Grater. Dahinter ist... gar nichts. Mann, oh, das tut weh. Ich muss jetzt einfach 30k-Spieler... das Karten. Also diese SBC waren wirklich pure Kopfschmerzen. Baut es einfach so nach oder guckt auf Easy SBC nach einem Team. Wow, mein Kopf brennt. Wir haben es aber gleich geschafft. 45k-Pack. Italien, ZTV. Ach du Scheiße. Oh, ich hab Schmerzen. Ach, es kann nicht sein. Schon wieder ein gutes Duplikat. Warum ist er nicht tradable? So, letztes Squad ist fertig. Mein Kopf brennt. Wir mussten nur eine einzige Karte kaufen für 500 Münzen. Wir schauen mal gleich, wie viel wir jetzt insgesamt für alle SBCs ausgegeben haben. Ich glaube, wir haben bei 126.000 Münzen gestartet. Das heißt, wir haben 24.000 Münzen ausgegeben und wir haben richtig, richtig krasse Packs bekommen. Bisher haben wir ja schon Kolo Muani gezogen, Alisson, die Lorenzo haben wir gezogen, Nico Williams, Modric. Also da waren auf jeden Fall schon ein paar Kracher dabei. Zwei Packs haben wir jetzt also noch. Und ich sag's euch, wie es ist. Egal, was da jetzt drin ist, in meinen Augen hat es sich jetzt schon gelohnt. Rechtsverteidiger, England, Newcastle. Das müsste Trippier sein. Ja, ist scheiße, ist scheiße. Aber dahinter ist was Gutes, spür's doch. Es ist einfach gar nichts drin. Es ist einfach gar nichts drin. Wirklich nichts. Abschaum. Abschaum. Das letzte 50k-Pack. An der Stelle, Freunde, lasst gerne einen Daumen nach oben da für diese ganze Arbeit. Es hat so unglaublich lange gedauert. Lasst gerne auch ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bald kommen Weekend League Teams. Wenn alles klappt, kommt morgen die allererste RTG-Folge. Ich spiele ja RTG, also ich werde keinen einzigen Cent reinpayen. Und das 50k-Pack ist doch schon wieder eine komplette Frechheit.